Hallo zusammen, willkommen zurück, Meister Hunter Karl of the Wild. Es geht weiter in Quattro Colinas, da soll es heute mal auf den Rothirsch gehen. Und ich hatte bisher immer die M1 genutzt mit einer Munitionsklasse 4 bis 8. Damit decke ich hier vom Mufflon, Ibex, Wildschwein, Wolf, Rothirsch alle Klassen ab. Aber ich habe nochmal geschaut, da der Rothirsch jetzt doch ein sehr großes Tier ist, ob es nicht eine bessere Waffe gibt. Da ich jetzt alle DLCs besitze, habe ich natürlich eine große Auswahl an Waffen und wir schauen uns das jetzt mal an, was dabei herausgekommen ist. Und zwar habe ich mir zuerst die Munition betrachtet. Am besten ist, wenn ich mir das mal bei mir im Lager anschaue, dann haben wir sie nämlich direkt. Die M1 nutzt die Munition .30-06. Ich nutze Munition mit Durchschlagskraft. Die hat jetzt eine effektive Schussweite von 59 Meter. Mit einer empfohlenen Klasse 4 bis 8. Und schauen wir uns jetzt zum Vergleich die Munition von der britischen 303 an. Hat ebenfalls eine Munitionsklasse 4 bis 8. Die effektive Schussweite ist auf 72 gestiegen. Also von 59 auf 72. Das heißt, die Munition ist besser. Okay, jetzt schauen wir uns die beiden Waffen dafür an. Die M1 haben wir jetzt eine Präzision von 35 und den Rückstoß 82. Das heißt, die hat jetzt eine ziemlich mittelmäßige bis geringe Präzision und einen ziemlich hohen Rückstoß. Und schauen wir uns jetzt die FL Spotter an. Die hat eine höhere Präzision und einen geringeren Rückstoß. Und zusätzlich nutzt sie jetzt noch die bessere Munition. Daher habe ich mich jetzt für die Hauptwaffe, die FL Spotter 303, entschieden. Und es soll ja heute auf den Rothirsch gehen. Das heißt, wir müssen ja erstmal Spots finden, Rothirsch. Ich war schon mal auf der Suche, habe die Seen abgeklappert. Rothirsche befinden sich an den äußeren Seen auf der Karte. So haben wir jetzt hier oben im Norden hier einen See. Dann geht es weiter unten weiter. Da haben wir hier. Hier und im Westen nochmal einen schönen See. Ich versuche die heute alle mit euch abzulaufen. Wir werden uns die besten Tiere aus den Spots herausnehmen, um wieder neue Respawns zu züchten. So muss man ja schon sagen. Das Spiel bietet das, wenn wir die Uhr zurückdrehen, vergehen Tage. Wenn wir die Uhr mehrmals zurückdrehen, vergehen mehrere Tage und die Tiere spawnen halt wieder nach. Für ein wendiges geschossenes Tier spawnt ein wendiges geschossenes Tier nach. Und das Tier kann natürlich auch höherwertiger sein. Das heißt, die Chance, dass wir hier höherwertigere Tiere nachzüchten, ist relativ groß. Gut. Würde ich sagen, wir machen los. Wir haben es jetzt 6 Uhr in der Morgenstunde. Rothirsch, Tränkegebiet 5 bis 9 Uhr. So, ich schaue nochmal kurz auf die Karte. Hier habe ich jetzt das Bedürfnisgebiet Rothirsch ausgemacht. Da bewegen wir uns drauf zu. Wie gesagt, ich habe die Rothirsche zum Teil schon gespottet, dass ich im Video nicht so lange suchen muss, dass ich euch die gleich so präsentieren kann, wo sich Spots befinden und ja, wie sich die Waffe verhält, was wir finden und wie wir die verwerten. Wir sind angekommen. Unten am See sehen wir jetzt schon die ersten Geweihe durchblitzen. Haben wir auch ein recht schönes schon dabei. Wir gehen aber näher ran, dass wir uns das nochmal genauer betrachten können. Und unser Ziel ist es ja, männliche Tiere, seltene Fellfarben herauszunehmen. Ein Fünfer. Viele weibliche, sieht jetzt aber nicht nach seltener Fellfarbe aus. Alles normal. Unten im Gebüsch hatte ich noch ein schönes Geweih durchblitzen sehen. Wir gehen einfach noch mal ein Stückchen näher ran. So, ein Fünfer haben wir jetzt auf dem Wasser. Beziehungsweise am Wasser. Mal zwei. Zwei Fünfer gefunden und es geht aber noch ein Tick besser.
war. Muss ich selber mal schauen. Und den Fünfer. Dahinter haben wir jetzt noch einen Fünfer und drei Fünfer haben wir jetzt hier am Spot. Und es war aber noch ein größerer da, auf den würde ich erstmal anlegen wollen. Da haben wir ihn doch. Ein Siemer. Reichlich 100 Meter Entfernung, hat ein super schönes Geweih. Ich versuche jetzt zwei Stück herauszuschießen. Ob es mir gelingt, werden wir gleich sehen. Geschossen wird hier mit der FL Spotter. Unseren Hund lassen wir mal Platz machen, dass er uns hier nicht im letzten Moment noch zur Seite bammt. Ich habe jetzt das ganz große Zielfernrohr montiert. Wäre jetzt vielleicht gar nicht nötig gewesen. Wir machen jetzt mal das 4 bis 8 drauf. Das hat den Vorteil, dass wir schneller wieder im Zielmodus die sind und die Tiere wiederfinden. So, spotten wir ihn. 150 Meter Nulldistanz. Das heißt, wir können ruhig unten in den Bauraum anlegen. Das sollte passen. Wenn wir Glück haben, haben wir jetzt gleich drei Tiere getroffen. Ich bin gespannt. Mehr wie drei Tiere sollte man auf einem Bedürfnisgebiet nicht erlegen, wenn man das nicht zerstören möchte. So, gut, dass wir unseren Hund jetzt mit haben. Der macht noch Platz, aber ab einer gewissen Entfernung folgt er uns dann wieder ganz automatisch. Ich muss natürlich auch noch weiter ins Hinterland hineinspotten. Da war ich ja noch nicht hingekommen, da wir hier Tiere stehen hatten. So, da haben wir doch schon einen liegen. Und wir spotten mal. Haben wir noch Tränkegebiet vom Wolf entdeckt? 6 Stück von 0 bis 33. Okay, da wäre jetzt der dritte Fünfer, den wir noch gefunden hatten. Müssen wir jetzt nicht unbedingt schießen. Hier kommen schon zurück. Da war jetzt noch ein männlicher dabei, hätte ich gesagt. Ein Sechser haben wir noch. Okay. Der ist jetzt neu dabei. Beziehungsweise hat er ein anderes Bedürfnisgebiet. Ich lasse mal unseren Hund die Pferde aufnehmen. So, der Sechser, der ist nervös. Auch ein schönes Geweih. Entfernung knapp 200 Meter. Etwas ruhiger laufen würde ich jetzt mal direkt draufhalten. Ja, oder wir lassen sie einfach herkommen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So Hund bellt. Der hat natürlich jetzt die Pferde aufgenommen, das Tier gefunden. Der will uns jetzt aufmerksam machen, dass er sich am Tier befindet oder beziehungsweise an der Spur befindet und wir folgen sollen. Ich dachte jetzt im ersten Moment, hier haben wir ein geschecktes Tier. Ein weibliches. Okay, die sind jetzt verschreckt. Wir machen in unserer Suche auf die erlegten Tiere erstmal weiter.
Ich würde jetzt doch nochmal auf das Männchen anlegen. Ich versuche mal auf Herz zu gehen. Ist war wirklich ein riskanter, gewagter Schuss. Muss nicht klappen, kann klappen. So, wir warten noch, bis das Reh vorbei ist. Spotten ihn. Und haben ihn ja, relativ gut getroffen. 50, ja, das Leben geht gut runter. Ja, ist fein gemacht. So, oh, guckt mal hier. Das war ein schöner Siemer. Wunderschönes Geweih. Goldwertung. Gucken mal, Verwertungsprüfung, alles bestanden. Wichtig ist ja bei der Verwertungsprüfer richtige Munition nutzen und die richtigen Organe treffen. Nächste Tier war jetzt der Fünfer. Mal auch direkt aufnehmen. Wir lassen jetzt unseren Hund wieder suchen. Aber noch die Fährte von dem dritten angeschossenen Tier findet. So, er macht los und wir machen hinterher. Also er folgt einer Blutspur. Ich kann jetzt, hier haben wir eine Blutspur. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt keine Blutspur entdecken. Der Hund ist jetzt auch bereits abgerichtet, dass er den kürzesten Weg zum Tier nimmt, also keinerlei Umwege rennt. Manchmal laufen die Tiere ja schleifen, kommt dann wieder zurück. Der Hund würde das ungeskillt so verfolgen, wie das gelaufen ist. Und mit dem Skill nimmt er halt den kürzesten Weg. Wenn er das Tier entdeckt, geht er direkt zum Tier. Und hier haben wir jetzt noch den dritten Fünfer. Verwertungsprüfung nicht bestanden. Kein lebenswichtiges Organ getroffen. Aber das war ja wirklich ein Nachschuss, der gewagt war und das Tier ist erlegt. Das ist die Hauptsache. Wir haben das Geld einkassiert. So. Können wir direkt nochmal suchen lassen. Ein Tier hat man jetzt noch erlegt. Und jetzt haben wir mal ein gutes Beispiel. Ich habe jetzt 4 Tiere erlegt. Das Bedürfnisgebiet, was wir hier vorhin hatten, das ist jetzt zerstört. Aber halb so wild. Die Tiere spawnen jetzt hier irgendwo um den See neu, sind halt an einer anderen Stelle, aber sind nicht wirklich weg. Okay, untätig. Dann sind wir noch zu weit weg von der Blutspur. Gehen ein Stückchen weiter hoch. Da sehe ich schon das Tier. Wir können den jetzt auch direkt nochmal suchen lassen, damit er levelt. Und dann haben wir schon mal gut Beute gemacht hier am ersten Rothirsch-Spot. Silber. Diesmal wieder mit Verwertungsprüfung erfüllt. Lungenflügel links. Sauber geschossen. Annehmen. Und wir gehen direkt zum nächsten See. Würde ich sagen, wir gehen jetzt mal direkt, muss man ganz kurz überlegen, hier an den See. Ich hatte mir hier ein Zelt gestellt, denn hier drüben waren die Rothirsche mit unterwegs. Da haben wir sie schon bei der Reise
zu einem Zelt muss man aufpassen, dass man sich mindestens 200 Meter von den Spots entfernt. Haben wir gleich zwei schöne Exemplare. Wind kommt gut. So, hier haben wir jetzt einen Fünfer, den kennen wir ja schon, und noch einen Fünfer. Der ist jetzt nicht weggebackt, der ist einfach nur hinterm Hügel am Fressen. Ist jetzt sehr, sehr unpraktisch. Niemals vergessen, immer wieder um die Seen herum durchspotten. Es tauchen ja immer wieder neue Tiere auf oder treten hinterm Busch, hinterm Baum hervor. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Rehe, ganz frisch ausgemacht, ein neues Bedürfnisgebiet. Und weiter vorne hatten wir ja noch die Mufflons. Da können wir auch mal kurz durchgucken. Da hinten haben wir doch schon richtig guten hier. Tränkegebiet. Europäisches Mufflon mit einer Trophäenwertung von bis zu 146. Ist jetzt ein Goldabschuss. So, heute soll es aber um die Rothirsche gehen. Stehen recht gut. Sollte uns gelingen, wenn wir jetzt stehen bleiben. Können wir nochmal die Entfernung genau checken auf der Karte. Sehen wir das jetzt unten rechts 197 Meter. Wenn wir weiter rangehen, verschwinden die hinterm Berg. Also werden wir uns die jetzt von hier schnappen und mit ein bisschen Glück treffen wir die auch perfekt. So, das Ganze machen wir im Stehen. 150 Null Distanz. Und ihr seht schon, wie man anfängt zu wackeln. Muss alles ganz schnell gehen. Spotten, den haben wir jetzt nicht gut erlegt. Das müsste der erste gewesen sein. Aber geht runter. Der zweite war jetzt auch nicht perfekt. Sah aus wie ein Wirbelsäulentreffer. Wir gehen mal hin. Den ersten Rothirsch haben wir hier entdeckt, liegt mitten im Busch. Wir schauen mal, wie wir ihn getroffen haben. Wir haben ihn sogar gut getroffen. Lungenflügel rechts, Lungenflügel links. Schau mal, ja, ganz knapp. Ganz knapp, aber immerhin noch getroffen. Auf 190 Meter. So, wir lassen unseren Hund erneut suchen. Ich hatte jetzt schon die Blutspur hier entdeckt. Hier haben wir die Blutspur. Wir nehmen die selber mit auf. Dann folgen wir ihm mal. Das müsste jetzt der Nachschuss gewesen sein. Seht ihr? Das meinte ich vorhin mit dem Skill. Die Blutspur geht weiter geradeaus. Das Tier hat eine Runde gelaufen und unser Hund ist direkt zum Tier gelaufen. Und das ist der Skill. Wesenszüge. Muss kurz schauen. Abkürzung. Dein Hund kann Umwege zugunsten frischer Spuren auslassen. Ja, Brustwirbel. Das war's mit See Nummer 2. Wir ziehen direkt weiter und es geht in den Süden. Hier haben wir noch zwei Seen, die schauen wir uns jetzt an. In diesem See haben wir jetzt zwei einzelne Rothirsche entdeckt. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo ich mich hier an dem See befinde. Hier befinden wir uns und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir jetzt zwei einzelne Rothirsche entdeckt. Da gibt es noch ein paar Rehe, die dort auch Bedürfnisgebiete haben. Aber wir wollen ja heute Rothirsche erlegen. Haben wir einen Sechser und noch einen, genau, noch einen Sechser auf. 300 Meter zeigt mir der Entfernungsmesser an.
Wir vergleichen das auf der Karte. 318 Meter, das passt soweit. Da müssen wir halt wirklich genau anlegen. Am besten wir versuchen uns im Liegen. Der steht perfekt für einen guten Schuss. Und zwei ebenso. Wenn wir Glück haben, wird der zweite überhaupt nicht verschreckt, weil er halt weit genug weg ist von dem Einschuss. So, dann drückt man die Daumen. Stellen wir die Nulldistanz auf 300 Meter. Lassen hier mal unseren Hund Platz machen. Und hier empfiehlt sich jetzt wieder das große Visier drauf zu montieren. Das 4 bis 16. So, 50, das Leben geht runter, 50%, 25, 0 und da fällt er. Sauberer Schuss. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir den zweiten direkt finden, nachschießen können. Ja, da steht er. Na, wartet, nochmal Anruf holen. War jetzt ein Tick zu hoch. Aber noch gut getroffen. Okay. Dann haben wir wieder zwei. Geht's wieder rüber, einsammeln. Wir sind drüben. Unser Hund hat Witterung aufgenommen. Läuft hier direkt zum ersten Tier, was er findet. Wir können uns den auch nochmal schön anschauen. Hat ja auch schon recht. Recht schönes Geweih. Silber geschossen. Verwertungsprüfung erfüllt. Lungenflügel links. 309 Meter. Ziemlich hoch, aber die Lunge getroffen. Darauf kommt es an. Annehmen und wir lassen ihn weiter suchen. Sucht die Blutspur und macht sich auf den Weg. So, wir sehen hier unten die Blutspur. Er hat sie aufgenommen, die Witterung. Spart uns als Jäger wirklich eine Menge Zeit. Was wir mit Suchen und Aufspüren zu tun haben, können uns hier wirklich auf, ja, auf die Gegend konzentrieren, andere Tiere noch spotten. Der Hund weist uns den Weg. Auch alles bestanden. Sechser, jetzt wenig schöne, ja, wenig schönes Geweih. Okay, das hast du gut gemacht, mein Kleiner. Das gibt ein Leckerchen. Mehr Tiere, mehr Rothirsche hatte ich jetzt hier am See nicht entdeckt. Wir werden direkt zum nächsten reisen. Und zwar südlich der Mittlere See. Auch hier habe ich jetzt schon ein Zelt hergestellt. Was ich jetzt schon mal mache, die Waffe wieder auf 150 Meter stellen. Das ist die mittlere Entfernung. Und damit hat man eigentlich immer eine gute Einstellung für, ja, Tiere, die man spottet und schnell mal schießen möchte. So, hier können wir schauen, Bedürfnisgebiet. So, Bedürfnisgebiet zeigt mir jetzt erstmal nur Reh an. Da ich hier aber ein Zelt stehen habe, hatte ich hier auch Rothirsche entdeckt. Jetzt müssen wir die bloß mal eben wiederfinden.
Ganz genau. Hier an dem See gibt es einen Jagdstand. Den hatte ich mir aufgebaut. Und aus dem Jagdstand heraus hatte ich richtig einen guten Blick auf das östliche Seenufer. Und da gehen wir gleich mal rein. Schauen mal, ob wir da einen guten Schuss erzielen können oder ob wir vielleicht überhaupt kein Tier finden. Ja, kleines Holzhäuschen. Rein geht's. So, der Hund bleibt jetzt automatisch draußen. Ich schaue noch mal ganz kurz nach links rüber. Da hat man jetzt sogar einen Rothirsch entdeckt, einen Vierer. Wie gesagt, männliche Tiere einfach alle mit rausnehmen, die ihr entdeckt. Die Chance ist da, dass es ein besseres Tier wird, was spawnt. So, wir haben Rehe entdeckt. Und da haben wir ihn. Noch ein Sechser Rothirsch und da hinten haben wir, denkt mal, einen Siemer vom Geweih her. Okay, der ist natürlich jetzt in einer schlechten Schussposition. Der ist wachsam. Wir könnten versuchen, jetzt Genick zu treffen. Das wäre möglich. Zählt auch in der Verwertungsprüfung. Ja, wir haben schlechte Schussbahn. Ich würde mich fast für den entscheiden. Ich könnte natürlich jetzt auch aus dem Häuschen heraustreten. Jedoch haben die jetzt schon Witterung aufgenommen, diesen Wachsamen. Wir haben Rückenwind. Natürlich muss er sich in dem Moment herumdrehen, wo ich abdrücke. Gut, das haben wir versemmelt. Der Schuss ging daneben. Ich würde jetzt einfach mal hier ein paar Minütchen warten, ob die Tiere nicht doch wieder zurückkommen. Wir sind nochmal zum nächsten See gereist. Der ist jetzt im zentralen Süden, befindet er sich. Habe ich mir auch ein Häuschen bzw. ein Zelt hergestellt. Und hier haben wir jetzt auch noch zwei männliche Rothirsche, einige Mufflons, wieder Rehe und schnappen wir uns die. Knapp 300 Meter, hier einen Sechser und hier haben wir noch einen Sechser mit einem anderen Geweih auf reichlich 300 Meter. Ich will noch mal ganz kurz die Mufflons abscannen hier. Vierer, schöne Wertung, 152. Und hier haben wir noch den südöstlichen Ibex. Auf den hatte ich ja hier am See schon Jagd gemacht, erfolgreich. Ja, versuchen wir mal die zwei zu erlegen. Ich würde da jetzt auch. Na gut. Ein Stückchen näher können wir gehen, aber nicht wirklich viel näher ran, dass wir hier zwei Schuss setzen können. Wir haben Rückenwind. So, werfen uns hier auf den Boden. So ein Hund. Sag mal, Platz. So. 50 Meter, ich stelle auf 300 Meter hoch. Bin gerade auf dem Zettel am Schauen. Mufflon beginnt ab 180. Natürlicher Wolfsgeulen müssen wir aufpassen, dass uns hier nicht noch die Wölfe angreifen.
So, wartet. Ich gehe nochmal ganz kurz auf Nummer sicher. Entfernung 237 Meter. Das heißt, wir müssen doch ziemlich hoch anlegen. 300 Meter Nulldistanz. Und der zweite hat sich nochmal bewegt. Jetzt haben wir sie. Der zweite liegt und der erste zweimal schlecht getroffen. Was ist da los? Jetzt ging er nochmal in die Knie. Ganz schlecht getroffen. Schauen wir uns aber an. Auch ich bin nicht perfekt. So, wie sieht es aus? Kein lebenswichtiges Organ getroffen. Wir haben wieder Brustrückenmark erwischt. Und den zweiten müssen wir jetzt von unserem Jagdhund suchen lassen. Ungefähre Richtung, die haben wir ja gesehen. Schauen wir mal. Okay, er hat die Witterung aufgenommen. Das ist wirklich eine enorme Hilfe. Ich kann mich jetzt wirklich komplett hier auf die Umgebung konzentrieren. Hab den Hund hin und wieder mal im Auge. Lauf ihn einfach hinterher. Und hier vorne liegt er. Dreimal haben wir drauf geschossen. Der wollte nicht sterben. Einmal getroffen. Dreimal geschossen. Einmal getroffen. Den nehmen wir schnell an und vergessen das. Und wir gehen jetzt nochmal schnell zurück. Die Tränkzeit ist eigentlich schon um. Wir gehen nochmal schnell zurück hier, ob die beiden Rothirsche sich nochmal eingefunden haben. Aber ihr habt gesehen, die Zeit, die Ränkezeit, die die Tiere nutzen, reicht zu, um einmal die Seen abzulaufen. Ganz oben an dem einen See, da waren wir jetzt nicht, aber da brauchen wir wirklich viel mehr Zeit, um den mal komplett abzulaufen. Da können sich die Tiere um den ganzen See herum befinden. Würde ich euch auch mal empfehlen, machen wir auch nochmal in dem Video. Ja, ihr seht die Tiere. Doch, einer ist wiedergekommen. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht in den Jagdstand gehen. Fünfer. Es war noch ein größerer da. Ja, sollte aber gesessen haben, der Schuss. 75 Leben. Wir nehmen die Verfolgung auf. Der letzte Rothirsch ist mir jetzt leider entkommen. Der hatte aufgehört zu bluten. Unser Hund hatte dann die Beute verfolgt. Das heißt, das Tier ist am Schuss nicht verendet. Ist einfach weitergelaufen. Aber wir wissen ja, wo er trinkt. Wir werden wiederkommen. Wir werden ihn dann erlegen. Aber nicht in der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge geholfen. Ihr habt die Spots kennengelernt, wo sich Rothirsche befinden. Und ich wollte euch nochmal ganz kurz den einen See zeigen. Den hatte mir der Ralf Baumann empfohlen. Dieser See oben rechts. Einmal umrunden. Richtig schönes Gebiet für Rothirsche und auch andere Tiere. Hier könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Kann ich euch empfehlen. Ansonsten habt ihr jetzt gesehen, die Seen, die ich bereist bin. Von 5 bis 9 Uhr ist das Ränkegebiet für die Rothirsche offen. Und danach geht es dann von 9 bis 13 Uhr in das Ruhegebiet über. Und damit würde ich die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst bitte eine Bewertung da und dann macht's gut.